You're perfect in the way that you are. Einige Videos sind einfach zu gut, um wahr zu sein. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Und heute wählen wir die 10 schockierendsten viralen Videos, die eigentlich fake sind. 1, 2, 3! Für diese Liste schauen wir uns so verrückte Videos an, dass man sich fragen muss, ob sie eigentlich echt sind. Aber seid bitte nicht enttäuscht, wenn ihr erfahren solltet, dass einige der besten viralen Videos in Wirklichkeit schamlos gestellt sind. Aber nur weil die folgenden Clips nicht echt sind, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht auch total unterhaltsam sein können. Nummer 10. Ultimatives Baseballtraining. Yeah, that's good right there. Entweder ist dieser Typ der beste Baseballspieler der Welt oder einfach ein prima Videocutter. Yeah. Da der Ball immer genau die gleichen Punkte trifft, haben es Findige im Internet enttarnt, dass es sich tatsächlich um eine Fälschung handelt. That is crazy. Throw me another one. Oh. All right. Aber das Video zeigt auf der anderen Seite auch, dass etwas nicht unbedingt echt zu sein braucht, um unterhaltsam zu sein. Und obwohl wir wissen, dass alles gestellt ist, bleibt es trotzdem ziemlich faszinierend, ihn die Bälle perfekt schlagen zu sehen, während sein Freund so tut, ungläubig zu reagieren. Oh, no way. Und trotz seiner Unechtheit landet dieser Baseballspieler mit diesem Video auf jeden Fall einen Home Run. One more! Yeah! That was crazy! Nummer 9. Die Bärattacke. Die Tatsache, dass das Video 15 Millionen Mal angeschaut wurde, ist eine Sensation. Wenn man bedenkt, dass jeder, der das Video genauer betrachtet, sofort sehen muss, dass der Bär gar nicht echt sein kann. Das Video zeigt einen Fahrradfahrer mit einer GoPro, der gediegen durch einen Wald fährt, als plötzlich, wie aus dem Nichts, ein Bär auftaucht und anfängt, den unschuldigen Radfahrer rasend schnell zu verfolgen. Nun ja, wenn das wirklich ein echter Bär wäre, müsste man meinen, der Fahrradfahrer würde in Panik verfallen oder zumindest ein bisschen schreien. Außerdem könnte er niemals erfolgreich vor dem Bär fliehen, er ist viel zu langsam und wäre schon längst tot. Nummer 8. Mann kämpft gegen einen großen weißen Hai. Haie sind wohl mit die größten Raubtiere der Meere. Also jeder, der ihnen auch nur zu nahe kommt, kann von Glück reden, wenn er dieses Zusammentreffen überlebt, um anderen davon zu erzählen. Aber Glück hat mit diesem viralen Video sicher nichts zu tun, da der Hai nämlich gar nicht echt ist. Nicht nur, dass der Titel des Videos einen Kampf mit dem Hai verspricht, der so aber niemals passiert, gerät er einfach in Panik und versucht wegzuschwimmen. Außerdem ist der Hai ziemlich schlecht nachträglich durch After Effects eingesetzt, da er abrupt von einer Seite zur anderen springt. Übrigens sieht der Hai auch gar nicht wirklich überzeugend aus. Nummer 7. Affe mit AK-47. Dieses Video hier ist aber etwas glaubwürdiger. Nicht nur, weil die Effekte vollkommen professionell aussehen, sondern weil Menschen eben gerne dumme Sachen anstellen. Und einem Affen ein Maschinengewehr in die Hand drücken gehört definitiv dazu. Es ist zwar lustig und niedlich, aber nur bis der Schimpanse anfängt, auf dich zu schießen. Es macht einfach unglaublichen Spaß, die Soldaten ihren fabrizierten Quatsch ausbaden zu sehen, während sie schreiend davonlaufen. Aber tatsächlich ist das alles nur ein Werbevideo für den Kinofilm Planet der Affen Prevolution. Man kann übrigens selbst darauf kommen, da man unten links das Logo des Filmstudios sehen kann, was der Grund dafür ist, dass alles so realistisch aussieht. Aber ein Affe mit einem Maschinengewehr. Kein Wunder, dass es viral ging. Nummer 6. Bester Ausraster ever. Okay, my mom just canceled my brother's World of Warcraft account and he is freaking out. Als die Internetwelt herausgefunden hat, dass dieser Ausraster von Anfang an so geplant war, waren sicher einige Leute ziemlich enttäuscht. Nachdem seine Eltern ihm seinen World of Warcraft-Account gesperrt haben, ist der Hauptdarsteller dieses viralen Videos total ausgeflippt. Und sein Bruder hat es sogar noch gefilmt. Oh no! I'm gonna run away! I'm gonna run away now! I'm the best!
Bei seinem Ausraster reißt er sich zudem auch noch alle Kleider vom Leib, außer seine Unterhose, rennt in seinen Wandschrank und schlägt sich selbst mit einem Schuh und macht unsägliche Dinge mit seiner Fernbedienung. Dieser Junge hat das Internet im Sturm erobert. Aber als die Zuschauer erfahren haben, dass alles nur gespielt war, haben sie sich ziemlich betrogen gefühlt. Stop freaking betraying me! Doch da die Brüder noch 30 weitere dieser Ausraster produziert haben, war es am Ende wohl doch nicht so schlimm. Your cousin Liam! Your 12-year-old cousin Liam! Knocked him down and stole his trinket! Nummer 5. Windschutzscheibe eines 250.000 $ Sportwagens von einem Kind zerstört. Bei diesem Video gibt es 1000 Gründe, warum es tatsächlich echt sein kann. Zuallererst wurde es vertikal gefilmt, was man niemals machen würde, wenn man es später auf YouTube veröffentlichen möchte. Außerdem wird hier nicht mal das Skateboard, das gegen die Windschutzscheibe prallt, gezeigt, sondern nur das vom Fahrer des McLaren verfolgte Kind. Zudem scheint der Fahrer dieses doch sehr überteuerten Sportwagens aufgrund dieses Unfalls wirklich enorm sauer zu sein. Aber aus sicheren Quellen weiß man jetzt, dass dieses Video in der Tat gestellt ist und die Frontscheibe schon vorher zerbrochen war. Was übrigens der Grund dafür ist, dass wir den Unfall nur hören und nicht sehen. Nummer 4. Auf dem Wasser laufen. I definitely think it's gonna be the next big thing. Dieses Video ist wohl das unglaubwürdigste auf der Liste, da es rein physikalisch einfach gar nicht möglich zu sein scheint. Also wenn eine Gruppe junger Männer vorgibt, das Rätsel entschlüsselt zu haben, wie man auf Wasser laufen könne, sollten wir ihnen keinen Glauben schenken, obwohl wir es so gern täten. Und irgendwie glaubt man ihnen fast doch, da alles so unglaublich echt aussieht und die Erklärung schon schlüssig erscheint. It's not straight into the water, you know. In a curve, in a slight curve. And by that bend, you're actually not allowing yourself to sink into the water. Aber die Produzenten hinter Liquid Mountaineering haben im Folgevideo gezeigt, wie sie es wirklich angestellt haben. Und zwar mit einem kleinen schwimmenden Steg, der unter der Wasseroberfläche treibt. Fun Fact: Das Video wurde übrigens nur gemacht, um seinen neuen Schuh an den Mann zu bringen. Basically, what High Tech said to us was, it was a simple brief. They said to us, make us famous. Nummer 3. Lonely Girl 15. My name is Brie. I'm 16. Lonely Girl 15 ist eine YouTube-Legende. Mit ihrem anscheinend realen Namen Brie hat dieses normale Mädchen eines Tages beschlossen, einen Vlog zu starten. You know, she helps me out with sad times. Aber sie war gar kein normales Mädchen und hat eigentlich auch keinen Vlog geführt, da sie gar nicht existiert. Tatsächlich war es eine Schauspielerin namens Jessica Rose, die Reportern häppchenweise die Möglichkeit gegeben hat, ihren Schwindel um die Persona Brie Schritt für Schritt aufzudecken. Und trotz der Tatsache, dass Brees erstes Video schon 2006 hochgeladen wurde, spricht das Internet sogar heute noch davon. Und obwohl die Fälschung schnell ans Licht kam, haben die Produzenten einfach weitergemacht und eine sehr erfolgreiche Webserie daraus geformt. I think that Brees judgment is a little clouded here in this case. Nummer 2. Schlimmster Twerk-Fail überhaupt. Ein Mädchen fängt Feuer. Twerking. Eine ziemlich erotische Form des Tanzes. Aber ist sie auch gefährlich? Für dieses Mädchen auf jeden Fall, das aus irgendeinem Grund glaubt, es sei schlau, gegen die Tür auf dem Kopf stehend zu twerken. Sie ist aber auch richtig gut dabei und hat sogar mit Kerzen eine stimmungsvolle Atmosphäre geschaffen. Aber als ihre Freundin durch die Tür kommt, geht alles gehörig schief, da sie nun rückwärts und über Kopf genau auf die Kerzen fällt. Und was darauf passiert, ist natürlich glasklar. Sie fängt sofort Feuer. Glücklicherweise war die Twerkerin eine professionelle Stuntfrau, die vom Late-Night-Talker Jimmy Kimmel angeheuert wurde, um die gesamte Internetgemeinde zu pranken. Was auch wunderbar funktioniert hat. Thanks, Jimmy Kimmel. All part of the job, man. Bevor wir euch unsere Nummer 1 zeigen, hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Oh,
Nummer 1. Steinadler greift sich ein Kind. Ein Greifvogel, der auf die Erde stürzt und ein Kind packen will, ist für jedes Elternteil der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Jeder, der das Video angesehen hat, bekam fast einen Herzinfarkt, als der Vogel auch noch mit dem Jungen davongeflogen ist. Aber zum Glück hat der Adler das Kind nach ein paar Metern wieder losgelassen. Oh shit! Oh. Aber die Macher des Videos haben schon nach einem Tag zugegeben, dass es nur ein CGI-Trick ist und der Adler als auch der Junge geschickt eingesetzte Computergrafiken von Studenten der NID University in Montreal waren. So gut das Video auch ist, sind wir froh, dass es nicht echt war, da es schon genug schlimme Sachen auf der Welt gibt, vor denen man Angst haben muss und Killervögel auf jeden Fall nicht dazugehören sollten. Oh, ça va? Oh no. Oh, wow. Hey, Jule, Jule. Was hältst du von unserer Liste? Welches gefälschte virale Video schockiert dich am meisten? Du, kurz ein Kidnapping! Für noch mehr unterhaltsame Top 10 Videos abonniere und teile WatchMojo Deutschland.